Bin jetzt soweit fertig, alle Getränke drin. Sportsachen habe ich schon an, hier GN. Und jetzt fahren wir mal ins Training. Ja, jetzt muss ich erstmal das Ding hier auseinanderfitzen. Okay, das haben wir jetzt auch, weil hier den Chip brauche ich. Jetzt komme ich nicht rein, hier so meine Garage. Und hier ist noch das Auto. Fenster auf hier. Drin wie ein Brutkasten. Das ist halt das, was man, was ich mal sagen muss, das ist halt das, was man halt im Alter merkt. Wenn du jung bist, gehst halt rein, nimmst halt die Dinger, machst halt Zeitheben, alles kein Thema. Jetzt musst du halt anfangen hier und erstmal ein bisschen mit den leichten Handeln rumaffen. Ja, ich mache mal Schulter, so 4-5 Übungen Schulter und dann noch so ein bisschen Trizep. Schultern sind wichtig, weil wenn man jetzt nicht vom Typ so einen breiten Rücken hat, mit Schultern ist man halt immer schön. Aber wenn man jetzt guckt, die Bodybuilder aus der 80er Jahre, die hatten immer alle keine guten Schultern. Die haben immer so die seitliche Brust gemacht und dann sind die immer hinten so abgefallen. Also hintere Schultern muss man halt, trainiere ich halt immer separat. Wir machen jetzt nicht einfach dieses normale Seitheben, sondern wir machen jetzt nur in dem obersten Drittel. Also das ist schwerer, als es aussieht. Jetzt machen wir Seitheben über Kreuz, also auf dem Kabel. Der Vorteil ist, dadurch, dass es ja am Kabel ist, ist es immer unter Bespannung. Weil bei der Kurzhantel hast du ja immer einen gewissen, sagen wir, das erste Drittel hier so, immer keine Spannung. Aber beim Kabel hast du es halt komplett. Ja.
Ja, jetzt wird es langsam voll hier. Das ist halt schön, du kannst halt hier in dem Studio, hier hast du halt deine Ruhe und wenn du halt Action willst oder so, dann gehst du, also wenn du halt Zuschauer brauchst, dann gehst du halt ins McFit. So, ich mache jetzt einen Reduktionssatz, also abstecken einfach. Das war ein bisschen zu schwer. Mach dann nochmal ein bisschen leichter. Das ist die beste Übung mit hier für seitliche Schultern. Das ist schön. Weil, wie gesagt, ihr habt die Spannung immer, ihr habt immer Zug drauf. Boah, was ist eigentlich deine Motivation immer noch? Na gut. Ganz einfach. Gegen das Altern kämpfen. Also. Geht ja schon mit 30 los und jetzt ist halt ein bisschen später und versuche ich halt immer, dass man halt wenigstens 10 Jahre jünger aussieht vom Körper her. Ne? Das ist halt wie Essen und Trinken halt, sage ich immer. Ne? Na gut, jetzt mache ich keine 7-mal die Woche oder so, aber 5-mal kann man schon gehen. Also manchmal habe ich auch wirklich mal null Bock, wo ich auch mal 2 oder 3 Tage nichts mache. Das kommt auch vor, aber sehr selten. Weil einfach immer, ich brauche halt immer diese, man hat ja jetzt diesen Pump, diese Spannung drin und die ist halt nach 3 Tagen Pause, ist die halt weg. Und dann ist halt so, dann denke ich halt, ich habe nur noch einen Kopf und das andere ist weg. Und ja, ist halt einfach so ein, wie sagt man, ja, so ein Lifestyle, ne? So wie Frauen, die müssen sich immer schminken, die können nicht ungeschminkt auf die Straße gehen oder so ähnlich halt, muss ich halt trainieren. Ne?
Also bei dem Gewicht, bei der Maschine kann ich wenigstens noch alles nehmen. Man hat dann immer so seine Übungen, wo man immer, da muss immer das Gewicht, nur das darf man nehmen. Wie früher war es immer beim Bankdrücken und wehe, man hat mal 2,5 Kilo weniger geschoben, dann war der ganze Tag im Arsch. Was ein Scheiß. Hatte ja letzte Woche auch ein Beintraining gehabt, da war ich einfach mal 10-15% schlechter wie die Woche davor. Ich meine, das ist halt so. Aber der Pump war dafür wieder besser. Das ist manchmal ganz komisch. Manchmal hat man alles beides, gut Kraft und einen guten Pump. Dann wieder mal nur einen guten Pump, keine Kraft. Dann wieder mal nur Kraft und kein Pump. Man will ja sowieso immer, man will Kraft haben, man will definiert sein, aber das ist halt immer, wenn man definiert ist, dann hat man meistens keine Kraft, weil ja das ganze Wasser und so fehlt. Und dann auch, um die Definition zu bekommen, ja auch die Kohlenhydrate runtergeschraubt werden. Wenn ich so richtig voll gefressen bin, wie so ein Strongman, ja klar haben die Power. Ne? Wenn die da so 8.000 oder 12.000 Kalorien fressen, dann hast du natürlich Dampf. So ist das. Siehst du, man kann hier immer noch was drauflegen. Kannst du aber nur ein bisschen hinstapeln, weil sonst stößt ja dann an. Also ihr wisst, EAA Glutamin davor, während und danach. Wichtig, ganz wichtig. Gut, hart und warm. Das ist zwar leicht, aber hat man ein gutes Gefühl, guten Pump, manchmal ganz komisch. Also Frontheben, also Schöpfen, nennt man das, kann man das auch nennen. Das kann man einmal so machen, indem man eng greift oder breit greift, um halt hier den Deltoid vorne und seitlich zu belasten. Halt, ne? Also
das brennt noch mal schön rein. Man kann dann das kombinieren, indem man eng macht, erst 8 Stück und dann noch mal 8 breit oder umgedreht breit und eng, oder man macht es halt immer nur separat. So sieht es dann aus. Breit ist ein bisschen schwerer. Bevor ich mir die Pfoten einklemme. Sieht man halt schön immer, wie dünn die Haut ist, wenn die Adern so durchkommen. Oh. 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 Na, immerhin 60 Kilo. Ich mache dann noch einen Reduktionssatz, dann mache ich noch was anderes und dann. So, das war's. Ein bisschen Schulter und Trizeps. Ich habe jetzt 2 Übungen Trizep gemacht. Das langt für heute. Ja, nächste Woche wieder. Also, mit dem Training und Fotos für die Produkte sind wir jetzt fertig. Wir fahren jetzt noch mal kurz was einkaufen. Vorher holen wir noch meine Tochter ab. Und dann gehen wir nach Hause, die nächste Mahlzeit vorbereiten. Also, du wolltest noch mal einkaufen. Morgen ist ja Sonntag, ich habe mir mal ein Backen Fleisch geholt, einen Fisch, den werde ich dann morgen essen, noch mal ein bisschen Hüttenkäse. Ein bisschen ein paar Äpfel noch, wir haben nämlich zum Glück schon 12 Äpfel da, ich weiß nicht, warum ich die gekauft habe. Wenn ihr Fisch kauft, bitte immer in irgendeine Dose rein, sonst stinkt der ganze Kühlschrank. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Also die Tüte mal einfach so reingelegt. Und dann dauert das und dann stinkt es schön. Ich mache jetzt noch mal Hühnchen, Reis und Banane. Und heute Abend, da gibt es dann nochmal Thunfisch mit Hüttenkäse und ein paar Reiswaffeln. Ja.
Also eigentlich, ich habe heute, das ist jetzt eigentlich heute meine dritte Mahlzeit und durch den Shake und die Aminos, also rein vom Hunger her bei mir gar nichts. Also das ist halt jetzt einfach nur Pflichtveranstaltung. Ja. Aber da bin ich ganz froh, so, dass es bei mir so ist, weil wenn du hier so ein Typ bist, der hier am Tag, also ich hatte einen da gehabt, der sagt, der kann ohne weiteres, der hat aber nur 75 Kilo gewogen, 9000 Kalorien essen, das ist auch Fluch und Segen zusammen. Also 9000 Kalorien, erstmal geht es richtig in die Kohle und zweitens Zeit. Und drittens, irgendwo kann man dann nur, also wenn jemand 9000 Kalorien isst und dann hat er irgendein Problem, gesundheitlich, Schilddrüse oder irgendwas. Weil das ist nicht normal. Mhm. Weil wenn ich 9000 Kalorien essen würde oder würde das reinkriegen, ich meine, ich würde das schon mal erbrechen, dann würde ich fett werden wie ein Otter. Ja. Ich mache halt jetzt keine Eier dazu, also die mache ich mir jetzt nicht. Hab dann, wie gesagt, so meine, das sind jetzt ungefähr so 350, 400 Gramm. Das ist jetzt das zweite Mal, das sind dann so 700, 800 Gramm Fleisch. Und dann esse ich heute Abend noch eine Büchse Thunfisch. Dann zweimal Hüttenkäse am Tag, ja. Dann die Shakes und die Aminos, also da komme ich locker über 300 Gramm Protein und das langt völlig, also mehr kannst du gar nicht verarbeiten, das ist ja das, ich meine, sonst wäre es ja einfach, da würde man einfach sagen, ich halt jeden Tag 2 Kilo Eiweiß, dann geht es halt noch schneller, aber die kommen halt auch nur hinten wieder raus, also falls man es hinterkriegt, weil falls man es hinterkriegt, ne? Da ist das schön, also ich meine, ich habe ja auch Zeiten, also ich habe ja auch das früher so gemacht, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich fast 2 Kilo Fleisch gefressen am Tag. Aber ja, kann ich nicht mehr, geht nicht mehr. Ist auch nicht, denke ich mal, nicht unbedingt so gesund. Ja. Also was ich überhaupt nicht mache, ist so Brot essen oder so, Brot und Bämme, also Brot und Wurst oder so. Dass ich mir hier so ein ganz normales Abendbrot mache. Das mache ich schon lange nicht mehr. Das macht man mal, wenn der Wettkampf rum ist, dann hat man mal so auf sowas Appetit, aber ansonsten immer hier Standard. Das ist einfach, das ist immer wie, so wie man halt sagt, okay. Ich habe zwar keine Lust, aber ich muss halt Beine trainieren. Ja, wieder mal essen. Ne? Man will immer als Bodybuilder das, was man macht, immer das Gegenteil machen. Wenn man Diät macht, dann will man Off-Season machen. Wenn man Off-Season ist, will man Diät machen. Also jetzt zum Beispiel, vom Hunger her, also ich könnte jetzt auch nichts essen, also das würde halt auch gehen, aber man muss es halt, ne? Sonst Armschwund. Hm. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleiner Einblick, wie bei mir so ein Tagesablauf so ist. Und habt ihr mal gesehen, wie ich so wohne, ja, wie ich das jetzt so zu 85% mein Tagesablauf also so gestalte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.